Herrschaften. Tatsächlich war das jetzt interessant, was passiert ist. Ich habe, nachdem ich euch abgedreht habe, habe ich ja noch meine Truppen hin und her bewegt. Tatsächlich hat sich der Norddeutsche Bund noch auf unsere Seite geschlagen und im gleichen Moment hat Frankreich beim Konflikt nachgegeben. Das ist ausgezeichnet. Das ist wirklich ausgezeichnet. Damit haben wir dem, sind wir dem Krieg zuvorgekommen. Finde ich gut. Finde ich gut. Ja, also weiter in petto. Wir haben noch immer ein wenig Zeit. Wird noch ein bisschen dauern. 5, 9, 16. Makran wollen wir als nächstes erobern, haben wir gesagt. Oder Kokand. Schauen wir mal. Kokand wird auf jeden Fall mehr Punkte bringen. Ja. Dann war wenigstens die Investition in die Russen nichts Falsches. Ah, schau vertraut. Auch nicht schlecht. Ja, ist auch okay. Okay. Warte mal. Oh, Russland hat Kokand den Krieg erklärt. Aber es ist nur Russland. Aber nur gegen Russland haben wir trotzdem keine Chance, glaube ich. Haben wir gegen Russland eine Chance? Irgendjemand hat gemeint, gegen Russland kann man gewinnen. Ich weiß allerdings nicht genau, in welchem Zusammenhang die das gemeint haben. Wir haben da vier 24er Einheiten, die genau nix können. Und das ist Russland. Und das wäre ein Krieg, der nicht einmal irgendwas bringt, außer dass ich halt jemanden verteidige, vergiss es. Kämpfe ihn selber aus. Du hättest mir auch nicht geholfen. Wahrscheinlich. Persien ist auf der Kokand-Seite. Vielleicht könnte ich Persien angreifen. Hat Persien jetzt keine Bündnispartner, keine Schutzmächte, kein Nix. Vertraut mit Russland, aber gegen die führen sie Krieg. Russland wird also nichts machen. Gut. Dann machen wir doch glatt das. Region erobern. Kostet 11, das können wir uns leisten. Fortfahren. Mit etwas Glück dauert der Krieg gegen Russland recht lange. Genau. Das wollten wir. Wir wollten damals diese. Na, warte mal. Ja, du bleibst da. Du bist daher, das passt. Du bist daher. Wir wollten ja damals diese, das haben wir ja schon einmal kläglich gescheitert, da diese Kohleprovinzen zu erobern. Diese Kohleprovinz zu erobern, Khorasan. Mit etwas Glück geht sich das ja jetzt aus. Schauen wir mal. Wir sind hier relativ schnell im Kriegsgrund machen, weil wir Hurra-Patriotismus haben und unzivilisierte Nationen sind offensichtlich auch schneller darin,
Kriegsgründe zu erschaffen. Yay, und noch schneller. Wie ist das mit dem Krieg? Nee, du darfst nicht bei mir durch, weil dann dauert der Krieg vielleicht länger. Oh, 5,2 ist nicht so schlimm. Regionen, Khorasan. Das ist dieser Teil hier. Geht also nur an Khorasan, das wollen wir. Wir wollen Khorasan. Genau. Nö. Wir müssen auf jeden Fall verhindern, dass die Russen zu viel da erobern. Huch. Habe ich deine Infanterie vergessen? Offensichtlich. Zu viele Infanterien gebaut. Wie schaut das aus? 85%. Hopp, 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 hopp. Ein Monat noch. Könntet ihr euch bitte nicht gegenseitig ausweichen? So, na gut, dann Khorasan haben wir gesagt. So, schauen wir mal. So, dann machen wir mal. Die Armee bleibt hinten, die große geht vor. Und dann machen wir da. Die kleine bleibt hinten, die große geht vor. Wir wollen auf jeden Fall da das größte Gebiet von Khorasan erobern. Weil sonst kriegen wir keine Punkte. Wenn da die Russen nachkommen, sollen sie nachkommen. Das ist gut. Ich glaube, die Russen haben da die Perser erledigt. Das heißt, ah, da ist Necht noch. Das ist wichtig. Warte mal, vielleicht sollten wir die noch Fahrer stellen. Oder? Ja. Damit sie da alles unterstützen können. Die gehen nach Bam. Na, bleiben wir da. Schauen wir uns das mal an. Oh, wie viel noch gegen Kokand und Necht krieg. Und gegen Bukhara. Bukhara ist nicht gut. Ja, gehen wir nach Bukhara Hauptstadt. Wo ist Kerman? Ah, Kerman, da ist Kerman. Gut, und wenn die doch nach Fahrer gehen. Da können sie nämlich jede von unseren Truppen unterstützen. Hm, okay.
Ist okay. Gut soll sein. Solange sie nicht näher kommen, ist mir alles recht. Können wir die aus dem Krieg rauswerfen? Sie werden dieses Angebot annehmen. Schauen wir mal, ob sie es wirklich annehmen. Großartig. Okay. Gut, das heißt, du kannst wieder daher gehen und deine Truppen unterstützen. Die werden wahrscheinlich auch aus dem Krieg aussteigen, wollen sie. Aber die haben ja andere Probleme. Das ist mir wurscht, die existieren eh bald nicht mehr. So wie es ausschaut. Ist wieder daher. Du, ja, du bleibst da stehen. Auf Richtung Teheran, wenn wir Teheran erobern. Teheran erobern, was ich hoffe, dass wir schaffen werden. Noch vor den Russen, weil die Russen haben da nur 3000 Marksland rumstehen. Okay, können wir alles noch erhalten? Gut. Okay, ihr dürft es mir durch. Ich will nicht so sein. Ich will euch als Freunde haben und nicht als Feinde. Ostafghanistan gehört uns. Ah, sehr gut, sehr gut. Wie greifen die Russen da an? Sozialisten in der Toskana. Okay.
Okay. Okay, na gut. Ist kein guter Ort für dich, gell? Geh wieder zurück. So, du gehst nach Yazd. Wo ist Yazd? Da ist Yazd. Das gefällt mir aber nicht, dass ihr da die Truppen zusammenholt. Daher. Auf nach Teheran. Jetzt stehen aber jetzt schon ganz schön viele Leute rum. So, wenn wir Teheran haben, sollten wir eigentlich die Provinz kriegen können. Das ist gut. Die Russen kümmern sich da drum. Die Russen kümmern sich um meine Belagerung. Das finde ich okay. Damit kann ich leben. So, schauen wir mal. Würden Sie das schon. Haben wir keine Punkte? Würden vorschlagen. Warte mal. Wer ist der Anführer? Netscht? Ich muss mit Netscht verhandeln? Ich hab's befürchtet, sie würden nicht annehmen. Wie mies ist das? 75% erfüllt, sehr gut. Da mal vielleicht ein bisschen eine auf den Deckel hauen. Könntest du bitte nicht da durchrennen, wo ich drinnen stehe? So, in Kerman haben wir auch gewonnen. Das heißt, die können es auch darunter hatschen. Quasi eine Hatsch machen zu den Netztern. Gut, wir haben Persien tatsächlich am falschen Fuß erwischt. Okay. Come on, nicht. Oh, wir sind jetzt bei 13%. Schau, schau. Das gefällt mir wohl gar nicht. Na, wurscht. Ich glaube, wir haben sie aber. Was mit den Schlachten? Die Schlachten sind gar nichts wert.
gehen wir hin? Nach Baum, gut. Sind ja nur noch wenig Leute. Sollten wir noch irgendwie hinkriegen, oder? Na gut, wie schon gesagt, wenn Teheran gefallen ist, dann sollte das kein Problem mehr darstellen. Westafghanistan gehört uns, niemandem sonst. Die Schlachten bringen nur 0,1 Punkte. Komm, haben wir gewonnen. Ausgezeichnet. Nach Teheran, immer nach Teheran mit dem. Auf nach Isfahan. Außerdem, das hätten wir schon früher machen müssen. Meine Truppen können sich deswegen nicht ernähren, weil wir da zu wenig eingesetzt haben. Isfahan hätten wir auch. So. Teheran ausgezeichnet. Jetzt geht es wieder zusammen. Mal nach Yazd. Als nächstes. Wie schaut's aus? Nejd. 28%. Und Schlachten aber nur plus 1, naja. Okay, warte mal. Dann gehen wir da mal. Nö, warte. Dann trennen wir wieder. Machen wir doch glatt so. Mhm. Was? Was? Nein. Nein, das meint sie hoffentlich nicht ernst. Russland ist in den Krieg eingestiegen. Shit. Jetzt brauchen wir den Krieg erst gar nicht mehr weitermachen. Das hatten wir schon mal. Gebiete. Ich hasse Russland. Ich hasse sie so sehr.
Ich habe Teheran besetzt. Okay, das kann es ja wohl nicht sein. Wie viele russischen Truppen stehen denn da? 300.000 oder wie? Ach Gott. Wir können gegen Russland nicht gewinnen. Das habe ich schon mal demonstriert, dass ich das nicht kann. Ich könnte cheaten. Ach Gott. Sie würden das Angebot nicht annehmen. Wie unerwartet. Das aber schon, nehme ich mal an, oder? Minus 22 Prestige. Ach weh, das war ein mieser Zug von den Russen. Elende Idioten. Nein, geh nach Gilgit. Immerhin bist du die Gilgit Guard. Ach weh. Na, Leo auch nicht. Geht hier mal nach Merv. Und eine Armee haben sie mir zerstört. Auf diese Art und Weise. So, was machen wir? Außer ein blödes Gesicht. Ja, wir warten wieder. Wir bauen wieder eine Armee auf. Hier in der Ruhr gleich am besten. Oh, wir bauen keine Armee auf. Wir haben keine Truppen mehr. Wir haben also unsere Truppen in dem Krieg vergeudet. Mussten die das machen? Aber ich kann Russland echt nicht ausstehen. Wenn ich eine Großmacht bin, werde ich sie auseinandernehmen, hoffentlich. Oh. Österreich führt einen Krieg gegen den Norddeutschen Bund. Wie ungewöhnlich. Oh, Italien. Na gut. Da ist Italien. Schaut aber so an. Österreich wird bald untergehen. Ach, und wir werden unser Ziel auch nicht erreichen.
Jetzt sind wir vor allem wieder Infamie 13. So ein Käse. Russland hat gerade noch Krieg gegen Persien geführt. Die dürfen sie nicht unterstützen. Das gibt's ja wohl nicht. Ach. Netsch, hättest du nicht Ja sagen können, wie ich gesagt habe, mach mal. Die lassen nicht einmal einen Opportunisten wie mich gewinnen. Die sind so gemein. Jetzt bin ich beleidigt. Ich gehe mal auf 50% drauf. Kostet mich so einen Haufen Geld. Aber vielleicht kriege ich dann wieder ein paar Truppen rein. Ja. Okay, Spanien ist durch Italien ersetzt worden unter den Großmächten. Na gut, wenn mal Italien da ist, dann ist es fast immer eine Großmacht. Dazu sind diese Gebiete einfach zu stark, vor allem die norditalienischen Gebiete. Eigentlich auch bei der Sizilien ist eigentlich auch nicht so schwach am Anfang des Spiels. Na okay, bauen wir ja doch noch eine Armee. 1, 2. Pferdchen. Noch ein Pferd. Infanterie. 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 Passt. Na gut. Und eine neuerliche Schlappe gegen Persien eingefahren. Also nicht gegen Persien, sondern natürlich gegen Russland. Ich weiß nicht, wie andere Spieler das machen, dass sie gegen Russland gewinnen mit Punjab. Ich verstehe es echt nicht. Gut. Daher. Okay, und der Bürgerkrieg in den Vereinigten Staaten ist auch vorbei. Tja, das war kurz und schmerzlos. Ich schaff's ja noch nicht einmal mit so Staaten wie Österreich gescheit gegen Russland zu gewinnen. Na okay, oh ja, mit Österreich schaffe ich das schon, aber das ist auch nicht so schwer. Da habe ich eine Verteidigungslinie, da habe ich Truppen in Massen, die viel stärker sind als die russischen, aber da habe ich nur Truppen, die schwächer sind als die russischen. Ah, okay. Können wir Verwaltungsreform machen. Und sollen wir gleich auf die frühe Industrialisierung warten. 14.000 Punkte. Bringt uns das was? Es bringt uns Wasser, Radkraft und eine Stofffabrik. Was kann denn Wasser, Radkraft? Plus 5 und plus 15%. Unsere Wirtschaft wird es gut tun, auf jeden Fall. Eine Verwaltungsreform würde 10% Verwaltungseffizienz bringen. Machen wir die Verwaltungsreform. So. Was sagt's ihr? Sind wir Freunde? So, jetzt brauchen wir nur noch eine. Wir brauchen nur noch nicht. Also wir brauchen eigentlich nur noch die frühe Industrialisierung und wir können uns
Oh, Österreich ist echt ein armes Würstel. Die werden von allen Seiten zusammengeschlagen. Ich kann mit ihnen fühlen jetzt. Wenn die Osmanen jetzt auch noch anfangen, Österreich auseinanderzunehmen, dann habe ich echt Mitleid. Wir könnten natürlich riskieren, jetzt Makran anzugreifen. Wieso mobilisieren die Vereinigten Staaten schon wieder? Paraguay und Uruguay haben wen angegriffen? Dings, Bolivien. Arg. So. Nochmal. Wen geben wir denen als Anführer? Dich. Du schaust gut aus. Schauen wir mal, wie schaut denn das aus? Ah, die wollen sich schon wieder unabhängig erklären, da alle. Oi, 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 oi. Ich fürchte, ich bin die einzige Krisenregion. Achso, nein, da nicht. Da noch. Florina im Osmanischen Reich. Mit etwas Glück geht dort der nächste Konflikt los und nicht bei mir. Ja. Mit etwas Pech, aber bei mir. Die Afghanistanische unterdrücken wir. Und die Kiwanische auch. Wie schaut's jetzt aus? Sollte die Spannung eigentlich fallen. Ist okay. Was war's dann wohl? Einstweilen mit Truppen ausheben. Ich hätte mich gleich auf die spezialisieren sollen. Ich das jetzt mache, das letzte Mal sind wir auch bei 11, aber wenn wir gleich erwischt werden, das ist eine sehr riskante Sache. Okay, ich speichere ab vorher. Außerdem sage ich euch, glaube ich, auch wieder gute Nacht. Diese Runde war jetzt nicht so glücklich. Österreich hat den Status eingebüßt. Echt jetzt? Österreich ist keine Großmacht mehr. Unfassbar, die müssen echt einen auf den Deckel gekriegt haben. Wo waren wir? Ah ja, stimmt. Ich wollte euch gute Nacht sagen. Herrschaften, ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.